Versammelt euch. Zumindest hier im Westen dürfte es Ghostwire Tokyo schwer haben. Im Vergleich zu klassischen Actionspielen wirkt das Gunplay auf den ersten Blick ein bisschen handzahm und die Straßen der Hauptstadt versprechen nicht gerade viel Abwechslung. Dazu kommen mit Regenschirmen bewaffnete Gegner und andere Merkwürdigkeiten. Wir haben das Spiel anfangs selbst mit spitzen Fingern angefasst, wurden dann allerdings gepackt. Ghostwire Tokyo hat einen nahezu perfekten Flow und schafft es vorbildlich, uns immer irgendwie angenehm zu beschäftigen. Mit den später ganz schön wuchtigen Feuergefechten, mit der Suche nach Extras in Nebenmissionen, mit plötzlichen Wendungen in der Handlung und mit neuen Fähigkeiten. Die vielen Systeme greifen prima ineinander. Das Kampfsystem etwa erlaubt in höherer Ausbaustufe mit allen drei Elementen vielfältige taktische Vorgehensweisen. Langfristig merkt man dann auch, dass die japanische Hauptstadt eben doch nicht immer gleich aussieht, sondern viele schöne und ungewöhnliche Ecken bietet. Ghostwire Tokyo ist kein Shooter zum schnellen Abreagieren, sondern eine gelungene Genremischung zum Mitdenken, die im Verlauf der Kampagne immer besser wird. Dazu kommt eine wunderbar düstere und sehr eigenständige Atmosphäre. Für Japan-Fans ist das Spiel in jedem Fall ein Muss, aber auch alle anderen sollten die Reise wagen. Marie?